Meine Damen und Herren und liebe Freundinnen und Freunde an den digitalen Endgeräten, ich darf Sie heute begrüßen von einer Veranstaltung des Festivals Soho in Otterkring. Das ist jetzt auch anders, als es üblicherweise ist, weil meistens ist es mit Gästen, Zusehern, mit Publikum, und hier sind wir jetzt natürlich auch auf die digitale Art und Weise, die wir uns in den letzten Monaten schon gewöhnt haben. Mein Name ist Robert Miesig und ich bin Kurator des Bruno-Kreisky-Forums, und das Bruno-Kreisky-Forum ist hier jetzt ein Co-Veranstalter gemeinsam mit Soho und in Otterkring, und wir werden schauen, dass wir auch auf diesem digitalen Weg zu Ihnen kommen. Das Thema von Soho in Otterkring, dem Festival, ist dieses Jahr die Freiheit der Meinungen und wie sie verteidigt werden können, so in etwa auf diese Art und Weise. Und auch diese Veranstaltung dreht sich drum. Wir haben sie genannt Kunst, Demokratie und Freiheit nach der Pandemie. Nach der Pandemie war in einem gewissen Sinne vielleicht zu optimistisch, weil wir sind irgendwie mitten in der Pandemie und wissen wir nicht, ob wir am Ende oder sonst irgendwas sind. Und dazu haben wir uns eine ganze Reihe von Gästen und Gästinnen eingeladen, die physisch und digital bei uns sind. Und ich darf begrüßen, von rechts nach links, Oliver Ressler. Er ist Filmemacher, er ist Künstler, er macht Dokumentarfilme seit über 20, 25 Jahren, die aber gleichzeitig sehr stark im Kunstfeld rezipiert werden. Das heißt, es sind dann Dokumentarfilme, die irgendwie Kunst sind, aber eigentlich primär in Galerien laufen. Oliver Ressler wird uns darüber einiges erzählen. Wunderbar, dass du da bist. Das ist jetzt die Stelle, an der ich bei normalen Veranstaltungen auf den Applaus warte, und jetzt kann man nicht, weil ja niemand da ist. Neben mir sitzt Ruth Wodak. Wunderbar, dass du da bist. Ruth Wodak ist eine der bedeutendsten österreichischen Wissenschaftlerinnen, Linguistin, insbesondere bekannt für ihre Forschungen, wie mit Sprache Politik gemacht wird oder Vorurteile auch geschürt oder Angst geschürt wird. Sie ist Professorin unter anderem gewesen an der University of Lancaster. Ich habe mir das alles aufgeschrieben, aber ich versuche das jetzt alles auswendig zu machen. Auch natürlich Universitätsprofessorin in Wien, und außerdem hat sich 1996 den großen Wittgenstein-Preis in gewonnen oder zuerkannt bekommen. Wunderbar, dass du da bist. Danke. Und digital zugeschaltet aus Berlin, wenn ich recht informiert bin, ich habe nicht gefragt, aber das wurde mir so gesagt, ist Gerhild Steinbuch. Sie ist Autorin, Theaterarbeiterin, schreibt Prosatexte, aber primär auch Theatertexte und Hörspiele, ist aber auch politische Kunstaktivistin, zum Beispiel Mitbegründerin dieser Initiative Die Vielen, die sich vor allem in Deutschland vor dem Hintergrund des Aufschwungs der AfD und entsprechender rassistischer Diskurse auch im politischen Feld, die in Deutschland vielleicht in einem gewissen Sinne neu waren, und wir in Österreich waren das schon ein bisschen länger gewohnt. Also die hat sich da gegründet, ich glaube 2018, und gerade auch aus dieser Position wird Gerhild heute hier sprechen. Wunderbar, dass du da bist. Ja, vielen Dank. Willkommen hier. Ja, ich will die verschiedenen Fragen gleich mal ins Bazar werfen, wenn man so will. Also damit wir auch ein bisschen von einer gemeinsamen Debattengrundlage ausgehen. Es gibt ja sehr viel, was umstritten ist. Also manche Leute sagen, die Pandemie gibt es gar nicht, oder das ist sowas wie die Grippe, und gefährlich sind die autoritären Versuchungen, die daraus entstehen in bestimmten Ländern, aber da muss man natürlich auch Unterschiede zwischen den Ländern oder Weltregionen machen. Manche sagen, die Pandemie ist furchtbar gefährlich und vergesst die autoritären Versuchungen. Man kann natürlich auch sagen, die Pandemie ist gefährlich, aber kann trotzdem benutzt werden für autoritäre Versuchungen. Wie würdest du das sagen, Oliver? Ich versuche dir da immer als erstes das Wort zu geben. Also ich würde mal sagen, dass es durchaus eine Pandemie des Coronavirus gibt. Ich glaube, mit dem heutigen Tag sind 106.000 Menschen gestorben. Oder, nein, in den USA war das. Und insgesamt sind es 400.000 Menschen.
weltweit, die gestorben sind. Und es gibt wahrscheinlich auch eine Pandemie der autoritären Versuchungen von Staaten, die mal sehr rechts angesiedelt waren, die irgendwie noch ein Stückchen weiter rechts shiften. Natürlich primär die USA, wo unser Hauptaugenmerk darauf liegt, aber daneben auch noch Staaten wie Ungarn oder Sri Lanka oder Polen, nicht? Oder Bolivien. Und ja, ich würde sagen, das ist natürlich das, was die Naomi Klein schon vor 15 Jahren oder so als Disaster Capitalism beschrieben hat. Das ist unser Coronavirus-Disaster Capitalism, also eine Spielart davon, dass es halt eine bestimmte Krise braucht, und da ist dann schon relativ beliebig, ob das jetzt ein Hurricane oder ein Krieg oder eine Umweltkatastrophe ist oder eben eine Pandemie. Aber dass dieses State of Emergency wird halt irgendwie als Anlass genommen, da einen ökonomischen Shift herzustellen, Einschränkungen von Bürgerrechten vorzunehmen, die ohne diese Krise unvorstellbar wären. Und ich glaube, das können wir gerade weltweit in Dutzenden Staaten beobachten. In welche Staaten würdest du da besonders, also nur besonders auch als Exempel hier einfach, damit man sich vorstellen kann? Ich meine, wir leben ja sozusagen, manches erleben wir in unserer Nachbarschaft. Einerseits die sehr, sagen wir mal, gemessen deliberative Art zu kommunizieren und Maßnahmen zu verhängen wie Deutschland, und gleichzeitig erleben wir Ungarn. Aber das sehen wir vielleicht ein bisschen besser, weil es an uns grenzt, aber du hast ja gerade in deiner Arbeit in den letzten 20 Jahren gewissermaßen die ganze Welt im Fokus, und das wird in dem Fall vielleicht auch sein. Also in den letzten Tagen hatte ich dann vor allem die USA im Fokus, aus dem Grund, weil mich immer in meiner Arbeit auch so Formen des Widerstandes interessieren, und da war eben über die Ermordung von dem George Floyd ist es eben zu diesen Protesten gekommen, als letzter Anlass mehr oder weniger, der zu massenhaften Protesten geführt hat, die natürlich auch irgendwie mit der Corona-Krise in Verbindung stehen, allein weil es 40 Millionen Arbeitslose oder was auch immer gibt. Das heißt, die Leute haben auch wirklich was zu verlieren, nämlich wahrscheinlich nach ein, zwei Wochen wird die Arbeitslosenzahlung weg sein, und die wissen das ganz genau, und dann stehen einfach Millionen Menschen vor dem Nichts, und da ist das sicher auch als Anlass genommen worden, um also massiv halt Straßen, Autobahnen, Städte zu blockieren und Demonstrationen zu initiieren, und das ist natürlich sehr spannend zu sehen und auch sehr traurig zu sehen, mit welcher massiven Polizeirepression der Staat darauf agiert, nicht? Also wo man schon fast geneigt sein könnte, von so faschistischen Methoden einer Einhegung eines Protestes zu sprechen. Ruth, du bist ja sozusagen insbesondere auch, hast du eine hohe Kompetenz in Fragen, also eines deiner letzten Bücher, das wollte ich erwähnen, habe ich vorher vergessen, aber es passt ja jetzt umso besser, heißt ja Die Politik mit der Angst oder Die Politik der Angst, wenn ich das recht sehe. Das heißt, das ist ja, auch das haben wir ja jetzt hier dauernd als Thema. Auf der einen Seite hat die Regierung bei uns natürlich Politik mit der Angst gemacht. Und wir haben natürlich auch eine halbart rechtspopulistische Regierung, sagen wir es mal so. Also einerseits eine Koalition von Rechtspopulisten mit Grünen. Ist ja auch mal interessant, wie das zusammenging. Auf der anderen Seite, wann eine Gefahr droht, muss man sie irgendwie ja natürlich auch illustrieren. Also ist überhaupt ein Problem, wenn man Politik mit der Angst macht? Also auf meinen Zigarettenpackungen ist ja auch was, was mich abschrecken soll. Also wie würdest du das im Hinblick oder im Kontext dieser Corona-Krise situieren, auch insbesondere in Österreich, aber nicht nur? Ja, also ich denke, dass Krisen eben wirklich instrumentalisiert werden in unterschiedlicher Form, wie Sie das auch gesagt haben. Und natürlich gibt es jetzt meiner Meinung nach durchaus berechtigte Angst. Dieser Virus ist gefährlich. Keiner weiß genau, wie diese Krankheit entsteht und was da alles dran beteiligt ist. Es gibt noch kein Medikament und es gibt auch keine Impfung dagegen. Also das heißt, wir sind einfach einer unglaublichen Unsicherheit ausgesetzt,
Wir wissen nicht, wann das enden wird, weil wir wissen nicht, ob es eine zweite Welle geben wird. Also mit einem Wort, wir wissen gar nichts. Ja. Ja, und in diese Situation hinein müssen jetzt Politiker, Politikerinnen auf der ganzen Welt irgendwelche Maßnahmen setzen. Und das ist sicherlich nicht einfach. Also es ist ein schwieriger Balanceakt, wenn man das jetzt einmal sozusagen kommunikativ reflektiert, zwischen einerseits versuchen, Regeln zu setzen, die befolgt werden sollen, und andererseits nicht aber gleich in autoritäre Maßnahmen zu verfallen, aber auch so stark die Maßnahmen zu befürworten, dass sie auch befolgt werden. Also das ist, denke ich, nicht einfach. Und unterschiedliche Regierungen und Politiker, Politikerinnen haben das ganz unterschiedlich gelöst. Und es ist natürlich eine Situation, in der man Angst hat. Es ist im Unterschied zu anderen Krankheiten und Seuchen, die man schon kennt, eine Situation, das hat ein deutscher Risikoforscher so benannt, eine Situation der Schockangst. Mhm. Also es ist etwas, wo passiert, das man nicht kennt. Und wenn man etwas nicht kennt, was plötzlich passiert, ist eben anders als ein Hurricane und es ist anders als ein Krieg. Also die kennt man schon. Ja? Und man weiß auch, wie man sich vorbereitet und man kennt bestimmte Muster des Umgangs, aber so eine Seuche, die auch andere Verhaltensmuster verlangt, als die man bisher kannte, erzeugt Schock. Und mit diesem Schock umzugehen, ist sehr schwierig. Und jetzt kann man diese Angst, die berechtigte Angst, denke ich, ganz unterschiedlich ausnützen. Und du hast ja schon Ungarn genannt, also Viktor Orban hat sich das eigentlich recht einfach gemacht, er hat einfach das Parlament außer Kraft gesetzt und gesagt, ja, also ich regiere jetzt einfach autokratisch, ich setze das durch, ohne eine parlamentarische Debatte, ohne irgendeine Diskussion, hätte er eigentlich ohnehin machen können, weil er sowieso die Mehrheit dort besitzt. Andere Regierungen, jetzt denke ich etwa an Neuseeland oder auch an Deutschland, haben versucht, eher diesen etwas deliberativeren Ton anzugehen, durchaus im Sinne von, wir wissen, das ist undemokratisch, wir müssen es aber trotzdem machen und bitte seid so nett und macht das, was ich euch vorgebe, und durchaus auch mit Erfolg, muss man sagen. Also weil es in Neuseeland, es gibt ja so ein bisschen so eine Sportmetaphorik, ja, so eine Wettbewerbsmetaphorik, also wer ist der Beste? Ja. Ja, also, und Kurz hat selbst gesagt, das ist wie ein Marathon. Mhm. Ja, also es ist fast wie ein Sport. Ja, also wer geht als Erster durchs Ziel? Ja, also wenn man das so sehen will, ist Neuseeland offenbar als Erster durchs Ziel gegangen, weil die haben keine Krankheitsfälle mehr. Und auch so bei uns in Deutschland, Kroatien, also es gibt viele Länder, wo das schon sehr gut im Zaum gehalten wird, außer es kommt halt noch einmal eine Welle. Und dann gibt es Länder, wo es nur Empfehlungen gegeben hat, abgesehen von ein paar Regeln. Ich denke jetzt an Schweden. Schweden ist nicht regellos gewesen, das ist eine falsche Darstellung. Sie haben durchaus Regeln gesetzt. Und dann haben sie auch Empfehlungen gegeben und haben auch Fehler eingestanden, was etwas ist, was Regierungen selten machen, nämlich, dass sie die Altersheime einfach nicht wirklich berücksichtigt haben. Und dann gibt es ganz autoritäre Züge, Trump wurde schon genannt, also Verleugnung. Und Trump hat verleugnet, dass es überhaupt eine Krankheit ist und geht ja noch immer ohne Maske spazieren. Bolsonaro, Brasilien detto. In Brasilien werden jetzt nicht einmal die Zahlen mehr bekannt gegeben, weil man eben verschweigen will, wie viele Tote es gibt und was da alles passiert. Also insofern sind die Entscheidungen, mit dieser Unsicherheit umzugehen und wie man das wirklich organisiert, sehr unterschiedlich ausgefallen. Und vielleicht nur ganz kurz dazu noch abschließend, man sieht, finde ich jetzt, dass es jenen
Regierungen, die ein bisschen mehr Meinungsvielfalt zugelassen haben. Ich denke eben jetzt beispielsweise an Deutschland oder auch an Neuseeland oder auch an Dänemark und Norwegen und so, die also ein bisschen verschiedene Stimmen und mehrere Experten, Expertinnen zugelassen haben, es einfacher haben, sowohl Fehler einzugestehen, wie auch sich wieder auf einen anderen Modus einzustellen. Während man hier zum Beispiel jetzt merkt, dass durch diese wir machen alles richtig und wir sind die besten Dynamik, es sehr schwer ist, umzusteigen auf eine größere Lockerheit, beziehungsweise auch einzugestehen, naja, das war vielleicht nicht notwendig oder da haben wir was falsch gemacht. Oder wenn Regierungen, so. Die ihre Bürger wie Kinder behandeln, brauchen sie nicht wundern, wenn die Bürger wie Kinder reagieren. Das sieht man da dann auch, nicht? Ich glaube, es ist völlig paternalistisch bei uns zugegangen. Also es gibt ja so eine Theorie von Lakoff, also einem Sprachwissenschaftler, der sagt, also Regierungen nehmen das Volk wie eine Familie irgendwie wahr und dann gibt es halt strenge Väter und weniger strenge Väter oder auch Mütter übrigens. Und also bei uns hat sicher der strenge Vater versucht, das alles durchzusetzen und kann jetzt schwer in eine etwas emanzipative oder emanzipiertere Umgangsweise sich umstellen. Andere Regierungen, die durchaus eben etwas deliberativer oder auch dialogischer vorgegangen sind, haben es weniger schwer. Und ich finde es auch sehr spannend, also vielleicht können wir dann darauf noch eingehen, welche Rolle Experten und Expertinnen in diesem ganzen Chaos und in dieser Unsicherheit eingenommen haben. Also sozusagen andere Autoritäten, die plötzlich herangezogen wurden, und zwar aus allen möglichen Bereichen. Also wenn ich beobachte eben diesen rechtspopulistischen Diskurs jetzt schon lange, Experten und Intellektuelle waren ja absolut unerwünscht. Im Gegenteil, alles war ja irgendwie Intuition und Bauchgefühl und man hat also sozusagen die Eliten ja nicht, auch die intellektuellen Eliten nicht gebraucht und plötzlich braucht man sie. Und aber auch wieder nur bestimmte. Und also da lässt sich wieder ein mehr autoritärer Zug feststellen oder eher wieder ein Meinungspluralismus, weil Wissenschaft hat nie nur eine Meinung. Ja, und gerade bei etwas Neuem gibt es halt viele Meinungen. Und das war sehr sichtbar, also im österreichischen Fall, dass wir lange nicht gewusst haben, welche Experten und Expertinnen es gibt, welche Kriterien herangezogen werden oder auch nicht. Und Experten, die Kritik geäußert haben, wurden plötzlich als weniger gute Experten bezeichnet. Also alles ging ganz streng im österreichischen Fall nach einem Verbot- und Gebot-Schema. Und quasi die Kommunikation von Kurz und Kober, ihr seid alle wahnsinnig brav, 95% von euch, die und die fünf anderen, die holt der böse Nähhammer. Die anderen 5% holt der böse Nähhammer. Ja. Okay, Gerhard, ich will jetzt Gerhard da hier reinziehen. Ich hoffe, du hast alles mitbekommen, worüber wir gesprochen haben und kannst darauf natürlich auch replizieren. Ich würde an dich jetzt auch die Frage stellen, weil du jetzt mehr als jeder von uns hier im Kunstfeld arbeitest und noch dazu in einer Branche, die vom öffentlichen Auftritt lebt, also sozusagen das Theater. Wenn wir sprechen von autoritären Versuchungen und reden wir ja auch von Ausschalten von Kritik. Und jetzt muss man ja, wie man sieht, die Kritik gar nicht mehr absichtlich ausschalten, sondern gerade ein bestimmter Teil der Kunst ist einfach abgedreht, egal ob das jetzt wirklich der Sinn oder der Zweck des Abdrehens war, aber de facto stumm. Ist das ein Problem aus deiner Sicht oder ist das halt einfach, muss man damit umgehen unter den Bedingungen von Pandemie und wenn man das besiegt ist, dann gibt es das Theater und die dort damit verbundenen Stimmen einfach wieder?
Na, grundsätzlich würde ich sagen, nicht quasi sprechen zu können, künstlerisch sprechen zu können, wenn man versucht, eine widerständige Stimme zu sein, ist immer problematisch. Aber ich glaube, was ich eigentlich sehr problematisch empfinde, und da würde ich analog gehen mit den Kolleginnen, ist natürlich, dass die Pandemie bestehende Problematiken einfach verstärkt oder stärker hervorbringt. Und ich würde sagen, im Kulturbereich ist das auf jeden Fall, dass die Stimmen, die ohnehin schon schwer hörbar sind, sind einfach marginalisierte Stimmen. Das heißt, die Stimmen, die nun als erstes wegfallen werden, werden diese Stimmen sein, was wieder zu einem sehr einheitlichen, auch künstlerischen Diskurs führen wird, zu einer Kunst eigentlich, die dann wieder Identität schafft. Und Kunst schafft einfach meiner Meinung nach oder auch der Meinung der vielen nach keine Identität, wenn dann Identitäten oder steht für ein Spiel mit Identitäten. Das wäre das eine. Und das andere, dem Punkt, den ich eigentlich wichtig finde und problematisch, ist, dass das sah man ja auch in den ersten Pressekonferenzen, als es um Kunst und Kultur ging, war so eine komische Vermischung von auch so, einer Nationalstaatlichkeit und Kunst und Kultur und aus dem Theaterbereich kommend. Und da spreche ich, glaube ich, auch für alle Künste, muss ich sagen, dass das Feld, in dem ich arbeite und arbeiten möchte, einfach nicht an irgendeine Art von nationalstaatlichem Konstrukt gebunden ist, sondern dass wir immer international und plural gearbeitet haben und immer mit einer Vielstimmigkeit und Vielsprachigkeit. Und das eigentlich das auch ist, wie wir weiterarbeiten wollen. Insofern wären das quasi so zwei Felder, die ich, über die nachzudenken, ich gerade sehr spannend finde und auch wichtig, bevor ich jetzt drüber nachdenke, ob meine eigene Stimme beschnitten wird, weil meine Stimme immer noch eine privilegierte Stimme ist, die im Zweifelsfall zurückstehen sollte. Aber gleichzeitig ist es natürlich so, ich meine, wie soll ich sagen, im nationalstaatlichen Kontext zu agieren, bloß oder auf den zurückgeworfen zu sein, ist sicher kein großer Fortschritt, da hast du sicherlich recht. Aber unter den Bedingungen von einer Pandemie sind wir eigentlich nicht nur auf den nationalstaatlichen Kontext zurückgeworfen, sondern eigentlich auf den regionalen. Und da kann man jetzt sagen, ist halt so. Ja, also ich meine, wenn ich über mich spreche, ich habe die Stadtgrenzen von Wien in den letzten 3 Monaten nur zum Fahrradfahren überschritten, wenn ich nach Kretzendorf gefahren bin, aber nicht mal die besonders. Also das ist nun mal eine wahnsinnig schwierige Situation, die wir ja gleichzeitig auch mit diesen ganzen technologischen Mitteln versuchen zu überwinden, so wie jetzt eigentlich. Was wir gerade tun, in diesem Augenblick, wenn ich dich anspreche, tun wir das, aber natürlich auch nur auf halberte Art und Weise, weil wirklich gut arbeiten kann man so nicht. Und Kunst machen und eine Theaterproduktion mit Schauspielern, die alle im Laptop sitzen, wird nicht gut gehen, oder? Ja, wobei man natürlich sagen könnte, diese, was du gerade mit Stadtgrenzen beschrieben hast, diese extreme Limitierung wäre natürlich auch eine Chance, sich den digitalen Raum anders zu schließen. Und da muss man ja schon sagen, dass das natürlich ist, was die Rechten, wo die Rechten sich wahnsinnig gut aufgestellt haben, auch in der Verbindung von digitalem Raum und öffentlichem Raum. Das sieht man ja zum Beispiel auch, um jetzt auf ein konkretes Beispiel zurückzukommen, an den Hygienedemos vor der Volksbühne in Berlin gerade. Klar, Theater in der Form, wie ich es kenne, lebt von Körpern oder vom Verhältnis Sprache und Körper, aber schließlich geht es ja immer darum, Räume einfach nicht kampflos zu überlassen. Und wenn das jetzt in dem Fall der digitale Raum ist, finde ich sinnvoll, über den jetzt auch nochmal nachzudenken und auch um die über diese Verbindung, mit der sich die Rechten jetzt ja schon recht ausführlich beschäftigt haben, wie man da vielleicht als Künstlerin oder eben im Fall der vielen noch als Initiative ansetzen kann. Also wir hatten zum Beispiel auch jetzt am Aktionstag am 8. 9. Mai, 8. Tag, 8. Mai ist Tag der Befreiung, 9. Mai, also Europatag, und mussten da alle unsere Aktionen, die eigentlich ja immer im öffentlichen Raum angesetzt sind, in den digitalen Raum verlegen. Und das war zwar innerhalb quasi der Bubble, sage ich jetzt, hat das zu einem verstärkten Diskurs geführt und auch zu einer Stärkung, gerade darüber, dass innerhalb der vielen natürlich viele unterschiedliche Menscheninitiativen und so weiter zusammenarbeiten, die auch unterschiedliche Erklärungen der vielen verabschiedet haben. Das heißt, es ist keine Einheitlichkeit, sondern wirklich eine Vielstimmigkeit. Eine Problematik war natürlich, dass dieser Schritt eigentlich aus diesem Raum raus nicht stattgefunden hat und das jetzt auch gerade perspektiv auf die nächsten Monate, auch vielleicht aufs nächste Jahr, glaube ich, gut wäre zu überlegen, wie man diesen Kampf, den man da aufgenommen hat, wie man den jetzt quasi nicht einschränkt, sondern einfach den Raum erweitert und den öffentlichen Raum nochmal anders denkt in Verbindung mit dem Digitalen.
Es wurde, ich glaube, von Oliver, auf jeden Fall von Oliver, schon angesprochen, jetzt auch die Mobilisierung in den Vereinigten Staaten und das, was hier, wir haben ja auch eine globale Mobilisierung und gerade auch in Berlin, genauso wie in Wien, gab es ja jetzt Massendemonstrationen, wo man sich natürlich auch die Frage stellt, ist das gesundheitlich so gescheit? Aber diese Frage werde ich jetzt mal weglassen, sondern eher die Frage, wir haben ja daran auch gesehen, dass es, ich meine, das wissen wir ja auch, wir haben es nicht nur gesehen, dass politischer Aktivismus natürlich auch bis zu einem gewissen Grad nicht digitalisierbar ist, sondern dass er so etwas wie Gemeinschaftserlebnisse natürlich braucht. Ja? Wie würdest du das beurteilen unter den Bedingungen von dem, was du vorher geschildert hast, nämlich die Rückeroberung des digitalen Raums? Ist das der Königsweg oder ist das letztlich auch nur eine halbe Sache? Weil eigentlich müssen wir natürlich irgendwann mal uns die Frage stellen, wie können wir normale politischen Aktivismus, der auch Begegnungen und auch Gemeinschaftserlebnisse zulassen muss, wiederherstellen? Ich glaube, man muss vielleicht sich überlegen, mit welchem Körper man jetzt auf die Straße geht oder in den Protest, ob das quasi der physische Körper ist oder vielleicht auch der juristische. Und dann würde ich sagen, dass es ja schon auch AktivistInnen gibt, die eben im digitalen Raum operieren und auch Kollektiv als AktivistInnen und KünstlerInnen, wie zum Beispiel das PEN-Kollektiv. Und ich sehe das eher so, dass es darum geht, die Waffen oder die Werkzeuge, die einem zur Verfügung steht, nochmal zu überprüfen und vielleicht auch das eigene Wissen und das eigene Know-how zu erweitern. Also weniger als so Zwischenlösung, sondern wirklich als Erweiterung. Also erstmal steht man natürlich mit seinem Körper da und dann geht dann die eigenen vier Wände hoch, aber sich da zu erschöpfen, wäre ja schon sehr schade. Ich gebe die Frage an euch zurück oder ich werfe sie in diese Runde. Haben wir da auch etwas gelernt in den letzten Monaten, was uns produktiv weiterhilft? Ich glaube, wir haben alle ganz starke Einschnitte unseres Lebens erfahren in den letzten Monaten, aber ich glaube, man muss das auch ein bisschen in Relation setzen, weil es ist natürlich auch eine bestimmte Luxusdiskussion, nicht? Also wenn man irgendwie die Bilder sieht von Menschen in Slums in Indien oder in Barrios in Lateinamerika, die wochenlang unter Quarantäne leben mussten und denen die Mittel fehlen, sich jetzt die Nahrungsmittel zu besorgen, weil sie halt normalerweise auf dem informellen Arbeitsmarkt sich ihr Geld erwirtschaften und diese Möglichkeit halt durch den Lockdown nicht mehr existiert. Also da sehe ich wirklich existenzielle Probleme und bei uns ist jetzt halt mal die Arbeit unterbunden worden und jeder von uns kann wahrscheinlich ein bisschen eine Leidensgeschichte erzählen, aber ich sehe da schon irgendwie eine andere Kategorie. Das mit dem Protest, also ich war jetzt die letzten Jahre sehr stark so in diese Klimabewegung involviert und habe auch eine ganze Reihe von Projekten in Bezug auf die Klimabewegung realisiert. Und da sind natürlich die Hauptaktionsformen Methoden des zivilen Ungehorsams, also dass man irgendwie Braunkohleabbaugebiete blockiert oder Häfen, in denen Kohle importiert wird oder gegen Flughafenexpansionen Blockaden und Besetzungen herstellt. Und diese Sachen sind halt sehr stark zum Erliegen gekommen, sind zum Teil in den digitalen Raum verschoben worden, ohne dort dann aber die entsprechende Wirksamkeit oder auch öffentliche Sichtbarkeit herstellen zu können, nicht? Weil ja diese Blockade dieses bestimmten Ortes jetzt natürlich einerseits die Funktion hat, jetzt für 1, 2 oder 3 Tage dort diese dreckigen Geschäfte zu unterbinden, aber natürlich auch einen öffentlichen Raum herstellt und es eine Multiplizierung dann über verschiedene Stimmen in den Medien und so halt der Aktion gibt und dann auch eine gesellschaftliche Debatte damit angestoßen wird. Und diese Öffentlichkeit, die fehlt halt sehr stark, weil halt aus dem begegnen sich die Menschen selber. Den Medien und bilden, die Bilder noch fehlen. Und bilden eine politische Gemeinschaft, das fehlt natürlich die auch sie ja auch ja. Schwer Aktivismus lang ja. aufrechterhalten können. Also wollte ich jetzt nur reinwerfen. Also ja. Gerade weil du ja in deinen Filmen ganz viel über das Entstehen widerständiger Communities, also ich habe mir da in einige Sachen reingeschaut, bei den Occupy Communities und so weiter, wo du ja überall dabei warst, da wurden ja
politische Gemeinschaften entwickelt, die es ohne dem nicht gegeben hätte. Ja, das funktioniert nur über das persönliche Sprechen, den persönlichen Austausch natürlich. Also es hat ja auch irgendwie Texte gegeben, die irgendwie berechnet haben, oder es wird auch immer geschätzt, dass irgendwie dieser Coronavirus-Lockdown jetzt irgendwie die CO2-Emissionen global um 8% oder 14% oder was auch immer reduzieren wird im Jahr 2020, nicht? Also ich glaube, dass der Schaden, der von Politiken angestellt werden wird, die jetzt diese Möglichkeit ausnutzen, so wie in den USA die ganzen Umweltgesetzgebungen einfach irgendwie in den Müll zu hauen, größer ist, wie diese CO2-Emissionen, die jetzt unmittelbar reduziert worden sind, weil halt irgendwie ein paar Monate nicht gereist werden kann, nicht? Ja. Und da muss man, glaube ich, sehr vorsichtig sein mit diesen etwas euphorischen, dass wir jetzt endlich mal so die 10% minus vielleicht schaffen, die manche Gruppierungen ja schon seit Jahrzehnten, kann man fast sagen, fordern, nicht? Mhm. Ja, ich schließe mich dem in vielen an. Also ich sehe auch, dass wir natürlich sehr privilegierte Monate verbracht haben. Jene mit Gärten noch mehr als jene in Wien in kleineren Wohnungen. Mit zwei oder drei Kindern, genau. Ist schon nicht mehr so lustig. Ja. Gar nicht so lustig, ja. Und Homeoffice und den ganzen Begleitumständen, aber überhaupt nicht vergleichbar. Ja. Also mit den Favelas in São Paulo oder also eben Indien oder anderen sehr benachteiligten Wohnsituationen und Lebenssituationen. Also insofern reden wir tatsächlich aus einer anderen Position. Und ich sehe auch die Möglichkeit jetzt, alle Politiken zur Abwendung der Klimakrise einzustellen oder zumindest zu verlangsamen, indem man darauf hinweist, dass man jetzt wahnsinnig viel Geld ja für andere Dinge ausgeben muss. Also ich sehe das schon irgendwie als Generalentschuldigung. Ja. Also jetzt natürlich haben wir ja, Österreich, 38 Milliarden, also dafür und diesen Fonds und das und alles. Und wie soll man denn jetzt also eine andere Steuer oder warum, es geht jetzt alles nicht. Ja? Also insofern könnte man das jetzt relativ leicht ausnützen in diese eine Richtung. Mhm. Natürlich könnte man das jetzt auch in eine andere Richtung ausnützen, indem man jetzt erst recht darauf pocht, dass man die nächste Krise, dass man dieser besser begegnet oder der Krise, in der man sich ohnehin schon auch befindet, weil wir befinden uns ja in der Klimakrise, die ist ja nicht, die kommt ja nicht erst, sondern ist schon lange da. Also es kommt, glaube ich, sehr darauf an, wie man diese Argumentationen setzt und welche sogenannten Frames man sich da aussucht. Und insofern wird es sehr stark, denke ich, darauf ankommen, welche Art von Bewegungen, Protestbewegungen, aber auch politische Bewegungen sich jetzt stärker fühlen und sich besser durchsetzen. Also vielleicht wir sind ja offensichtlich, ist es hier leichter, dass wir unsere Verhalten einschränken, wenn man uns sagt, du kannst innerhalb von 3 Wochen an einem Virus sterben, und offensichtlich nicht so leicht zu beeindrucken, wenn man uns sagt, du kannst in den nächsten 15 Jahren an einer Klimakatastrophe sterben. Das ist ja, auch wenn es leicht erklärbar ist, weil das eine näher und das andere ferner ist, doch nicht so ganz erklärbar. Warum können wir uns nicht mit Gefahren oder muss man es wirklich so machen, wie Greta Thunberg, die ja den schönen Satz gesagt hat, ich will, dass sie Angst hat. Aber dann sind wir wiederum beim Thema der Politik mit der Angst. Ich glaube ja nicht, dass die Politik. Ich will das ja panisch werden. I want you to panic. Yeah, ja, so. Ich glaube nicht, dass die Politik mit der Angst per se schlecht ist. Ja, ich glaube, es kommt darauf an, wovor man Angst hat und wie man die vermittelt. Also, und wofür man sie ausnützt. Ja, es gibt Dinge, von denen wir Angst haben müssen. Natürlich, wir müssen vor einer Klimakatastrophe Angst haben. Und es brechen ja auch Dämme ein. Und ich meine, es ist ja täglich sogar vor unserer Haustür
gibt es Klimakatastrophen und die Landwirtschaft wird sich völlig umstellen müssen. Also ich bin keine Agrarexpertin, aber es ist ja offensichtlich, dass die Dinge jetzt anders wachsen und anders, also dass sich das alles ändert, nicht? Also insofern ist ja die Frage, wie gehe ich mit diesen Katastrophen um und wie gehe ich mit in einer berechtigten Angst um oder wie setze ich diese Angst für meine politischen Ziele ein? Und wenn mein politisches Ziel ist, ich will jetzt durchgreifen, Macht haben, Geld haben, das Land überhaupt in eine bestimmte Richtung ändern, wie das bei Trump ja offensichtlich ist oder auch bei Orban und auch bei anderen, oder will ich etwas beitragen zu einem besseren Leben, also Wellbeing, wie das immer genannt wird, und zu einer besseren Art und Weise für uns alle zu überleben. Und ich glaube, da scheiden sich die Geister. Es wird ja oft gefragt, warum die Linken sich nicht besser profilieren konnten nach der Finanzkrise. Ja? Und ich denke, das ist ein interessanter Punkt, wo man nachdenken kann. Es war auch eine Krise, die auch vielleicht noch nicht vorbei ist. Und jeder hätte eigentlich gedacht, also jetzt bricht der Kapitalismus in der Art zusammen, jetzt müssten doch eigentlich jene anderen einmal ein anderes Programm vorstellen. Geschah aber nicht, ja? Sondern eigentlich haben alle mehr oder weniger mitgespielt in diesem neoliberalen Gemenge. Jetzt wäre die Frage, können jetzt andere Stimmen, andere Programme mit Protestbewegungen, aber durchaus auch von nicht so Parteien getragen, sich besser durchsetzen? Wie müssten die ausschauen? Und das ist etwas, was mich persönlich auch sehr interessiert, weil ich gerade über Entpolitisierung und Repolitisierung arbeite, also gerade über solche Bewegungen. Und die Frage ist, also wie kommt man von dieser Symbolpolitik weg, ja, wo es nur um Kopftücher geht oder um Deutschkurse oder so ähnliches, wie kommt man jetzt dazu, öffentlichen Raum, und das ist ja, was Sie angesprochen haben, anders zu okkupieren wieder und zu diesen online, offline, also ich glaube, dass wir ja alle ständig on und offline sind, ja? Also ich sehe diese Dichotomie nicht mehr, ja? Wir haben alle ständig Smartphones und außer einigen Leuten, die das also verweigern, und wir sind alle ständig on und offline, ja? Also insofern okkupieren wir ja diese öffentlichen Räume, und die Frage ist, wie kann man das attraktiver machen und wie kann man mehr Menschen erreichen? Und dazu, da sind viele von uns vielleicht noch einfach auch zu elitär, ja, in dem, was wir anbieten. Oder wie Sie, oder triggern nicht sozusagen die Online-Geschichte auch ein bisschen gewissermaßen auch den Individualismus, und sei es der Individualismus der Kleingruppe, während es eher nicht triggert, das zusammen an einen Strang ziehen mit vielen anderen, mit denen ich vielleicht gar nicht so einer Meinung bin, aber in vielen Dingen grundsätzlich zumindest an einer eine Meinung bin. Ich will jetzt sozusagen auch nochmal gerne mit hier reinholen, weil das immer schwierig ist sozusagen, also in einer schwierigeren Situation, wenn man nicht an einem Platz sitzt. Wenn ich das jetzt aufnehme und vielleicht noch mal ein bisschen weiterspinne, ist das, was Ruth gesagt hat, ja auch, hat ja auch ein bisschen damit zu tun, dass wir Linken, was immer das jetzt ist, aber ich benutze das jetzt mal so als Hilfsvokabel, in den letzten Jahren und Jahrzehnten ja mehr oder weniger damit beschäftigt waren, gegen Dinge aufzutreten, die uns nicht gefallen. Ja? Also gegen den Rassismus oder gegen die AfD oder gegen und gegen, was uns natürlich die Chance ein bisschen nimmt, eine eigene Agenda zu setzen. Man ist immer nur reaktiv auf die Agenda, die andere setzen. Wie siehst du das? Haben wir da eine Chance oder siehst du das als Problem oder ist das eine Voraussetzung überhaupt für heutiges Aktivismus, dass man eben sozusagen die Schrecklichkeiten der Welt bekämpft? Wie würdest du da antworten, Gerhard?
Naja, diese ständige Abarbeiten an, da kann ich vielleicht, ich mache einen kurzen Exkurs. Ich bin dann neben den vielen noch in einem anderen Kollektiv, beziehungsweise das mitgegründet ist ein Autorinnenkollektiv, das heißt Nazis und Goldmund oder hieß so, mittlerweile heißt es Hydra. Und wir haben am Anfang einfach, hatten einen Blog und haben Texte geschrieben und haben dann irgendwann gemerkt, dass dieses so Spannendes für uns sein mag, Abarbeiten an den Rechten, auch an deren Sprachgebrauch nicht reicht und haben dann für uns entschieden, dass der nächste Schritt ist, möglichst viele KollegInnen und dann auch Bekannte und Unbekannte anderer Sparten miteinander ins Gespräch zu bringen und haben dann angefangen, im Brut in Wien eine Veranstaltungsreihe zu machen, wo wir immer versucht haben, wissenschaftliche und künstlerische Positionen zusammenzubringen. Und das klingt jetzt alles sehr banal und das ist nicht wissenschaftlich natürlich, aber ich habe das als sehr für meine eigene Arbeit und auch für die Arbeit der Kolleginnen als sehr wichtig erlebt, in diese inhaltliche Auseinandersetzung zu gehen, weil man natürlich der Meinung ist, wir links haben dieselbe Position und wir haben arbeiten uns an denselben Dingen ab, aber natürlich der professionelle Hintergrund, aus dem heraus man sich abarbeitet, bringt nochmal ganz andere Perspektiven ein. Und ich habe dem speziell die Gespräche interessant gefunden mit Kolleginnen, die Aktivistinnen sind, also wirklich politische Aktivistinnen sind oder auch die zum Beispiel auch aus der Architektur kommen. Einfach, wenn die mit uns MusikerInnen, AutorInnen zusammentreffen, nochmal andere Ideen entstehen. Und für mich ist das war das wie so der zweite Schritt, dieser Aushandlungsprozess, gemeinsame Positionen, um dann überhaupt praktisch was miteinander zu machen. Das kann ich vielleicht beitragen und das ist auch das, was ich vorher gemeint habe mit den Aktionstagen, die bei uns jetzt in den quasi digitalen Raum verlegt waren, dass es da dadurch, dass die Erklärungen der vielen aus den unterschiedlichen Institutionen sehr unterschiedlich sind, ein größerer Diskurs untereinander stattgefunden hat und quasi auch eine inhaltliche Stärkung und natürlich darf man da nicht stehen bleiben, aber ich habe manchmal den Eindruck, dass es gibt den Prozess des Abarbeitens und dann gibt es einen Frust an dem Abarbeiten und dann bleibt es in diesem Abarbeiten stehen und dann entsteht wieder darüber Frust, aber diese eigentliche Selbstverständlichkeit der guten Vernetzung und auch des inhaltlichen Austauschs und auch einer gemeinsamen Diskussionskultur scheint mir manchmal ins Hintertreffen zu geraten. Insofern war ich ganz froh, dass wir uns diesen Raum als Autorinnen erschlossen haben, auch mit anderen Kolleginnen gemeinsam. Oliver, vielleicht wenn wir jetzt langsam schon zum Schluss kommen, weil wir wollen ja da mit einer knappen Stunde auskommen, aufnehmen das, was die Ruth zuletzt gesagt hat. Also diese Dinge, die quasi im Streit liegen, ja, die einen, die sagen, ja, wir müssen eigentlich zur alten Normalität zurück, weil wir so viel Geld ausgegeben haben und das Bauen der besseren und klimafreundlicheren und gerechteren Welt, das können wir uns jetzt nicht leisten. Ja? Das ist eine Linie und eine andere Linie wird natürlich genau das Gegenteil sagen, genau in der Situation, wenn wir schon die Wirtschaft stimulieren müssen, dann tun wir doch das auf die richtige Art und Weise und bestimmte Dinge haben wir doch gelernt, nämlich die, dass gerade die normalen Leute, die normalen Arbeiten machen, diejenigen sind, die eine Gesellschaft am Laufen halten und nicht irgendwie das Jet-Set aus den Vorstandsetagen. Das heißt, jeder hat eine Geschichte für sich zu erzählen und am Ende des Tages oder am Ende nach Corona, am Ende des Tages ist es ein Deppert, ein englischer Anglizismus, am Ende, nach Ende dieser Corona-Krise haben wir eigentlich die gleichen Parteiungen, die circa das Gleiche sagen wie vorher schon und jeder hat irgendwie Corona auch noch als Argument auf seiner Seite. Wird es so enden oder kann es irgendwelche Impulse geben, die eine bessere Zukunft irgendwie jetzt schon erahnen lassen? Also ich glaube, so in den ersten Tagen des Lockdowns, da hat es irgendwie überall auf der Welt sehr optimistische Stimmen gegeben. Also ich erinnere mich jetzt zum Beispiel, dass ich einen Text gelesen habe von Franco Berardo Bifo und da war irgendwie so ein Satz drin wie Who would spend money on a rotten system oder sowas auf die Art. Nicht? Das heißt, wenn wir jetzt schon irgendwie so eine Riesenmenge Geld in die Hand nehmen, dann müssen wir doch das mit dem Wissen, dass die Klimakatastrophe noch ein viel massiveres Problem ist, wie das jetzt relativ kleine Problem einer Pandemie, kann man das doch gleich miteinander verbinden oder so, nicht? Und noch dazu hat man so diese großartige Chance, dass diese ganze Industrie, die sowieso lahmgelegt werden sollte, lahmgelegen ist
und völlig abhängig war, mehr oder weniger, von Staatshilfen. Das erste Mal in der Geschichte, ich glaube seit 100 Jahren, dass man für Erdöl Geld bekommen hat, wenn man es gekauft hat, weil es in den USA keine Förderkapazitäten gab. Das ist genau der Moment, wo man sagt, ja, okay, wir enteignen dieses ganze Kapital, das wird jetzt irgendwie nationalisiert oder sozialisiert, es gibt unterschiedliche Vorschläge, wie man das macht, kann man dann diskutieren, aber auf jeden Fall ohne Steuergelder sind diese überkommenen Industrien ohnehin nicht mehr weiterzuführen und waren sie schon in den letzten 10 oder 20 Jahren nicht, weil die Förderungen in die Erdöl und Erdgas gigantische Mengen sind, die ein x-faches global gemessen höher sind wie die Förderungen von regenerativen Energien, nicht? Das heißt, man hätte diese Chance nützen sollen, hat man aber sehr wenig bis gar nicht gemacht. Nicht? Du meinst in den letzten 3 Wochen, Monaten? Ja, keine Ahnung. Also dann sagen irgendwie, ja, ich rette die Austrian Airlines und sie sollen irgendwie den Flug nach Linz streichen oder was, Graz oder irgend sowas. Ja. Ich meine, das ist ja wirklich lächerlich. Ja. Nicht? Also eine Fluglinie, die man gerade vor 10 Jahren einer anderen Fluglinie geschenkt hat und sogar noch ein paar Millionen draufgelegt hat, nur damit sie weitergeführt wird, jetzt schon wieder irgendwie nachzuschütten, nur um irgendwie Flugtickets um 95 Euro in europäische Hauptstädte zu subventionieren, eine Industrie, die nicht mal Steuer zahlt, nicht mal auf das Kerosin, von Mehrwertsteuer spreche ich nicht mal. Also das ist natürlich irre, sowas zu machen, nicht? Und gleichzeitig nicht stärker in die Bahn zu investieren, nicht? Und gut, natürlich kommt ja das noch. Und außerdem, ich meine, wenn man die gleichen positiven Dinge sehen will, also jetzt, man kann die ja wirklich mikromäßig nennen, aber wie 2008, 9, 10 hat die deutsche Bundesregierung aufgelegt ein Programm zur Förderung von Autos mit Verbrennungsmotoren. Jetzt haben sie wenigstens nur die Mehrwertsteuer gesenkt. Da kannst du dir zwar Autos mit Verbrennungsmotoren billiger kaufen, aber du kannst dir auch Fahrräder billiger kaufen. Richtig. Ist ein schöner Schritt, oder? Ja, also ich denke, das sind so Reformen, ja? Ja. Das sind so kleine Schritte, und wenn es jetzt darum geht, wie Sie ja jetzt gerade sehr, finde ich, plastisch und emotional dargelegt haben, wenn es darum geht, große Katastrophen eigentlich irgendwie anzuhalten, ja? Dann wird das nicht reichen. Und also es geht, finde ich, doch darum, dass diese Interessen, die offenbar die Auer retten, weil sie eben auch die nationale Fluglinie ist, und Sie haben ja von dem Anstieg des Nationalismus gesprochen, der ist offensichtlich, also gerade in so rechtspopulistischen Regierungen ist dieses Österreich-Denken oder anderes Denken ganz, ganz, ganz stark jetzt auch hervorgekommen. Und da sehen wir, dass also diese Interessen das verhindern. Also auch die verschiedenen Lobbys, die da so ganz stark sind. Und was mir jetzt spezifisch in Österreich wirklich leid tut, ist, dass trotz der Grünen in dieser Regierungskoalition diese sich nicht lautstark äußern zu diesen Problemen, und es leider, also scheint mir da ihre Prinzipien zumindest zum Teil absolut vergessen haben. Ich will nicht drüber spekulieren, warum und wieso, das weiß ich auch nicht, aber es ist jedenfalls nicht sichtbar. Und das wäre eine Chance gewesen. Ja? Also endlich politische Bewegungen in Regierungsfunktion zu haben, die genau diese Werte und diese Agenda vertreten, machen es nicht. Und man wird sehen, ob es anderswo andere Reaktionen dazu gibt. Aber ich denke, dass... Aber wenn du hast ja gesagt, ja, 2008 oder 2009 oder 2010 hat die Linke, ich sage jetzt mal, versagt. Ja? Ja, haben wir die Möglichkeit, einen Paradigmenwechsel hinzukriegen jetzt? Man hat ja jetzt gesehen, dass der Neoliberalismus also da eben jetzt nicht funktioniert hat. Man hat auch gesehen, der Staat muss wieder eingreifen. Man hat auch gesehen, dass Migranten und Migrantinnen ganz wichtig sind. Also dass das Zumachen der Grenzen
nicht funktioniert hat, wenn es um Pflegepersonen gegangen ist oder um Erntehelfer und Helferinnen oder um jetzt Touristen, Saisoniers. Also all das, worauf man jetzt ganz stark gebaut hatte, ist zusammengebrochen. Und ich denke, dass eine linke Partei das jetzt aufgreifen müsste. Und ein entsprechendes Programm, also ich bin keine Politikerin, ich bin auch nicht in einer Partei, aber das schien mir jetzt wirklich wichtig, dass man die Erkenntnisse aus dieser Krise jetzt wirklich politisch verarbeitet. Aber du bist eine Public Intellectual und du bist ein Künstler und du bist eine Künstlerin, die ins Politische interveniert, und ich bin sozusagen auch kein Parteipolitiker, sondern in der Zivilgesellschaft unterwegs, und unsere und das, was wir beitragen zu den öffentlichen Diskursen, hat natürlich auch seinen Einfluss auf die politischen Diskurse und am Ende dann möglicherweise auch auf politische Parteien, die das aufgreifen oder die vielleicht dann ein bisschen stärker werden, weil ihre Argumente gestärkt werden. Und insofern finde ich das schön, dass du das jetzt so auch zusammengefasst hast in diesem letzten Schlusswort oder in dieser letzten Wortmeldung, dass ja, was eigentlich getan werden muss, damit wir diesen Paradigmenwechsel hinkriegen könnten. Dass wir den nur skizzieren können hier, ist eh klar. Wir haben nur eine Stunde und haben sozusagen über alles Mögliche reden wollen. Ich danke euch allen, die ihr dabei wart. Gerhild aus Berlin, gut, Oliver hier aus dem St. Leitenhof in der Rosa-Luxemburg-Straße. Das habe ich jetzt am Anfang vergessen zu erwähnen, dass wir auch so eine schöne Adresse hier haben. Und Ihnen danke ich an den digitalen Endgeräten, dass Sie zugehört haben, und den Veranstaltern Soho in Otterkring und dem Kreisky-Forum als Co-Veranstalter. Ja, passen Sie auf sich auf. Dankeschön.